Hans-Jörg Marx hat die Gesundheitskosten 2011 sind um 4,1% gestiegen. Das Kostenziel von der Regierung ist bei 3,9% gelegen. Wie dramatisch sind jetzt die 0,2, die man drüber liegt? Für mich ist das eine Punktlandung bei 3,9-4,1% zu malen, was ganz wichtig ist. Die Kostenzunahme im Land Liechtenstein selbst ist exakt 3,9%, also genauer geht es nur. Es ist im Interesse von unserem System, dass wir Leistungen, die ohnehin gebraucht werden, morgen effektiv bei uns im Land bringen. Das Geld fließt bei unsere Volkswirtschaft ein. Und vor allem nur die Leistungen, die bei uns im Land gebraucht werden, können wir kontrollieren und durch Tarife oder Verträge allenfalls steuern. Wie hat es jetzt wie ein Plädoyer für einen Neubau vom Landesspital angelöst? Ich denke, Neubau vom Landesspital ist im Moment nicht das Thema von mir. Ich glaube, es wird dort wird geschafft, wie man die Strategie weiterentwickeln kann und der Neubau vielleicht später wieder ins Gespräch bringt, wenn es nötig ist. Nein, es ist grundsätzlich auch darum, um die Frage, sind wir interessiert, dass wir Leistungserbringer haben, die Leistung im Land anbieten. Also das, was ich angesprochen habe, Spezialärzte, zwei Nephrologen, das ist ein Gewinn für unser Land, wenn wir das haben. Das sind nicht, wie man immer sieht, Kostensteigerungen, weil ein neuer da ist, sondern Kosten, die bisher im Ausland angefallen sind, fallen im Land an. Und Patienten würden effektiv einen riesigen Vorteil haben, dass sie im Land die Behandlung erbringen lassen. Wenn man sich jetzt die Zahlen konkret anschaut im Detail, dann sieht man, dass die bösen Ärzte, die so gerne als die Gierigen dargestellt werden, an der Kostensteigerung eigentlich doch nicht so massiv beteiligt sind, wie es immer heißt. Eigentlich liegen sie ja ganz klar unter dem Durchschnitt. Also ist ganz klar, die Ärzte wirken im Moment dämpfend auf Gesamtgesundheitskosten. A. Und B. Das, was wir als Arzt schlechthin verstehen, das ist der Hausarzt, das ist die Alltagsmedizin. Der ist mit einer Zunahme von 1,6% sehr, sehr tief. Wenn man davon ausgeht, dass allein die Zunahme der Gesundheitskosten, das haben wir vorher nicht angesprochen, infolge der demografischen Entwicklung, macht allein schon 1,6-1,7% aus. So ist also die allgemeine, die praktische, die innere Medizin, wirkt sich sehr kostendämpfend aus. Was gäbe es denn noch für Werkzeuge und Instrumente zum Gesundheitskosten zu senken oder zumindest auf dem jetzigen Standard zu behalten? Ist das überhaupt möglich? Wir würden beim jetzigen Qualitätsniveau, das wir haben, nicht ernsthaft anfangen können, Kosten zu senken. Wir würden sicher jetzt im Bereich der Medikamente mit den Co-Marketing-Produkten würden wir eine Dämpfung erzielen. Aber unsere Bevölkerung wächst. Wir haben einen hohen Versorgungsgrad und das kostet Geld. Man wird sicher in Zukunft schauen, alle Massnahmen zu greifen, die kostendämpfend wirken. Wir haben schon Vorschläge gemacht, die sich aber erst langfristig auswirken. Dass man zum Beispiel auch überlegt, ob man wirklich das ganze Spektrum anbieten soll oder vielleicht nur noch ausgewählte Spektrumanteile. Das Kostenziel war jetzt 3,9%. Wie schaut es eigentlich für das laufende Jahr aus? Bleibt es bei 3,9 und erfüllen wir das? So wie es jetzt ausschaut, also unterjährige Zahlen sind immer heikel. So wie es jetzt ausschaut, haben wir eine weitere Dämpfung in der Kostenentwicklung, was sogar tiefer legen könnte, wobei man sich im Klaren sein muss, dass viele Spitäler wahrscheinlich noch nicht abgerechnet haben infolge der neuen Tarifstruktur in der Schweiz.